bei unserer jetzigen Unterkunft, die ziemlich nah am Dschungel ist, haben wir richtig schöne Fischteiche. Und es fällt auf, dass die voller Guppies sind. Und davon gibt es ganz viele hier. Andere haben die im Aquarium und hier schwimmen die in einem Wasser, was eine Qualität hat, die würden wir keinem Aquarium zumuten. Aber sie sind hier im ursprünglichen Lebensraum, die Wasserqualität scheint trotzdem zu stimmen und es geht ihnen einfach gut. Wir machen gerade eine Tour, einen Ausflug zum Wasserfall, der hier ein anscheinend beliebter Spot auf der Insel ist. Der Weg ist zwar gepflastert mit Stein und überall sind Treppenstufen. Ich hoffe, es ist trotzdem ein schönes Plätzchen und ein ruhiges Plätzchen. Wir werden es herausfinden. Ja, wir sind am Wasserfall angekommen. Es bietet uns sich eine schöne Aussicht. Man merkt, wir sind gerade in der Low Season hier. Es hat nämlich eben eine ganze Stunde geregnet, also es ist so ein bisschen regenzeitmäßig. Es kam richtig aus Eimern herunter. Wir hatten zum Glück einen Unterstand.
und haben überlegt, gehen wir weiter, also gehen wir wieder zurück oder warten wir so lange, und das Warten hat sich dankbarerweise gelohnt, denn der Himmel ist aufgerissen, wir haben jetzt richtig schönes Wetter, die Sonne scheint und wir sind jetzt auch schon weitergekommen und haben eben eine richtig tolle Aussicht genießen können. Ja, und jetzt haben wir ungefähr noch einige Kilometer hoch auf den Gipfel. Ich weiß nicht, ob die Tour bis zum Gipfel geht, aber auf jeden Fall scheint sie sehr interessant zu sein und vielleicht auch etwas anspruchsvoller, da es sehr bergig hier ist. Wir haben den kleinen reißenden Fluss überquert und befinden uns endlich abseits der typischen Touristenstrecke und sind jetzt mitten im Dschungel. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Eigentlich wollen wir die Spitze erreichen, aber die Zeit drängt, da die Regenpause doch etwas länger war. Wir sind auf dem Weg nach oben. Nach oben, ja. Es gibt hier so eine schöne Strecke und die ist teilweise schon ganz schön zusammengefallen, wie man auch hier erkennen kann. Auf jeden Fall ein sehr anspruchsvoller Weg und mit Flipflops macht der ganz besonders viel Spaß. Deshalb bin ich schon auf barfuß umgestiegen, weil man so ein bisschen besser vorankommt und besseren Halt hat. Wir sind jetzt hier auf, ich glaube, 500 Meter über dem Meeresspiegel und auf der anderen Seite kann man das Meer sehen. Wir haben ein paar Drohnenaufnahmen gemacht und werden uns jetzt wieder runter machen, damit wir vor Sonnenuntergang wieder da sind, weil es dauert doch ganz schön lange. Heute schon Klimmzüge trainiert.